Eminenz, lieber Kardinal Marx, sehr geehrter Herr Müller, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ich darf Sie herzlich im Namen des Vorstands der Aktionsgemeinschaft Soziale Marktwirtschaft zur Verleihung der Alexander-Rüstow-Plakette begrüßen. Ich freue mich sehr, dass Sie den Weg hierher in den Augustiner Schützengarten gefunden haben. Wie ich gehört habe, selbst für manche Münchner noch ein neues Erlebnis. Und ich bin mir sicher, dass wir einen ereignisreichen und inhaltsreichen Abend entgegensehen können. Mein besonderer Dank gilt ohne Frage schon jetzt Kardinal Marx. Wir freuen uns sehr, dass Sie unseren Preis entgegennehmen und Sie heute für uns Zeit haben werden. Erlauben Sie mir, dass ich meine kurzen Einführungsworte mit einem Zitat beginne. Die Nationalökonomie ist ein reines Gerüst, sofern sie nicht mit etwas Menschlichkeit umhüllt und gefüllt wird, ihr nicht etwas rosige menschliche Frische eingehaucht wird und etwas menschliche Wärme in ihr ist. Nun gefragt, von wem diese Worte sind, würden sicherlich einige von Ihnen darauf wetten, dass das Worte von Alexander Rüstow wären. Wäre ja dem Anlass auch durchaus angemessen. In der Tat ist dieses Zitat aber schon 160 Jahre alt und stammt von Charles Dickens. 1850 gründete er die Wochenzeitschrift Household Words, Alltagssprache, in der er neben literarischen Essays auch politische Reportagen und Stellungnahmen veröffentlichte. Dieser Zeitschrift ist dieses Zitat entnommen. Das Anliegen von Dickens, dessen Christmas Carol man übrigens auch als eine Antwort auf den bevölkerungspolitischen Pessimismus von Malthus lesen kann, das Anliegen von Dickens ist aber eins, was uns als Aktionsgemeinschaft Soziale Marktwirtschaft auch bis heute umtreibt und was auch Alexander Rüstow als langjährigen Vorsitzenden wesentlich war. Wirtschaft und Wirtschaftstheorie braucht einen Maßstab und dieser Maßstab ist der Mensch. Hierin liegt das eigentlich Soziale der sozialen Marktwirtschaft. Es geht nicht darum, das Soziale lediglich als ein Ausgleich oder als ein Gegengewicht zum Markt zu sehen, sondern es geht darum, dem Markt selbst einen solchen Rahmen, solche Spielregeln zu setzen, dass marktliche Prozesse effizient, aber zugleich auch dem Menschen dienlich sind. Eine schwierige Aufgabe, wie wir nicht zuletzt in Europa derzeit erleben müssen, aber zugleich eine Aufgabe, hinter der wir in einer modernen, chancengerechten Gesellschaft nicht zurückgehen dürfen. Auch vor diesem Grundanliegen einer menschenwürdigen, einer wahrhaft sozialen Marktwirtschaft konnten wir keine bessere Wahl für unseren diesjährigen Preisträger treffen als Kardinal Marx. Ist doch auch er ein leidenschaftlicher Kämpfer für einen Markt, der vom Menschen her gedacht werden muss. Zugleich waren sich die Gründungsväter und durchaus auch die Gründungsmütter, wie zum Beispiel Edith Eucken oder Elisabeth Liefmann-Keil, sie waren sich bewusst, dass die soziale Marktwirtschaft eine Wirtschaftsordnung ist, die eine Verwurzelung braucht, und zwar im Nährboden der Gesellschaft. Wie es Wilhelm Röpke drückte, dass wir eine Verwurzelung brauchen jenseits von Angebot und Nachfrage. So schreibt Röpke in eben jenem Buch Jenseits von Angebot und Nachfrage folgende Zeilen. Die Gesellschaft als Ganzes kann nicht auf dem Gesetz von Angebot und Nachfrage aufgebaut werden. Menschen, die auf dem Markt sich miteinander im Wettbewerb messen und dort auf ihren Vorteil ausgehen, müssen umso stärker durch die sozialen und moralischen Bande der Gesellschaft verbunden sein. Andernfalls wird der Wettbewerb aufs Schwerste entartet. Die Marktwirtschaft ist nicht alles. Sie muss in einen höheren Gesamtzusammenhang eingebettet sein. Und dieser höhere Gesamtzusammenhang war für die Vordenker der sozialen Marktwirtschaft ohne Zweifel der christliche. Es war auch übrigens Röpke, der die päpstlichen Sozialenzykliken seit 1931 sorgsam und durchaus mit Wohlwollen, als Protestant immerhin, kommentierte. So schrieb er zur Enzyklika Mater et Magistra aus dem Jahr 1961, der er durchaus und wohl nicht zu Unrecht, Zitat, einen Hang zur politischen Linksneigung attestierte, dass beide, katholische Soziallehre und Neoliberalismus, eine gemeinsame Blickrichtung haben. Zitat, die entschiedene Absage an den Sozialismus und den offenen Blick auf die Ansatzpunkte einer Neugestaltung der Marktwirtschaft. Eine Sichtweise, die wir wohl auch im jüngsten Sozialschreiben des Papstes finden, aber dazu hören wir vielleicht heute noch ein wenig mehr.
Im vergangenen November wurde mir die große Ehre zuteil, zum Vorsitzenden der Aktionsgemeinschaft Soziale Marktwirtschaft gewählt zu werden. Die lange und reiche Tradition dieser Institution ist mir Ansporn, Bewährtes fortzuführen und zugleich neue Impulse zu setzen. Es ist meinem Vorgänger Joachim Stabatti, den ich heute ebenfalls hier begrüßen darf, zu verdanken, dass die Aktionsgemeinschaft seit vielen Jahren auf soliden Füßen steht und viele neue Ideen bekommen hat. Daran wollen wir mit einem neuen Team, mit einigen veränderten Strukturen und einem frischen Erscheinungsbild anknüpfen. Und freilich, wenn Sie mir diesen kleinen Werbeeinschub erlauben, freuen wir uns über jeden und jede, die unsere Aktivitäten, die Aktionen unserer Gemeinschaft unterstützen. Lassen Sie sich von unserem Flyer, der vor Ihnen liegt, durchaus inspirieren. Wirtschaft für den Menschen. Diesen Satz haben wir auf dem Flyer, aber auch auf unserer Homepage und auch hier vorne nochmal unserem Logo zur Seite gestellt. Und um eine Wirtschaft für den Menschen wird es auch heute in unserer Festveranstaltung gehen. Ich freue mich sehr auf die inhaltlichen Impulse, die dieser Abend bringen wird, und ich freue mich sehr auf die Gespräche, die wir im Anschluss an den offiziellen Teil führen werden. Dankbar bin ich Peter Müller, der ohne Zögern zugesagt hat, die Laudatio auf Kardinal Marx zu halten. Was kann spannender sein? Ein Jurist und Bundesverfassungsrichter sowie langjähriger Ministerpräsident, sprich Politiker, ehrt einen ausgewiesenen Sozialethiker und bedeutenden Kirchenmann aus Anlass eines Preises, der nach einem Ökonomen und Soziologen benannt ist. Vielen Dank, lieber Herr Müller, dass Sie diese Aufgabe übernehmen. Ich darf Ihnen damit zugleich auch das Feld oder besser gesagt das Rednerpult überlassen und wünsche uns allen eine schöne und anregende Veranstaltung. Verehrter lieber Herr Goldschmidt, lieber Herr Müller, meine sehr verehrten Damen und Herren, zunächst möchte ich mich sehr herzlich bedanken, dass Sie auf mich gekommen sind, ausgerechnet, um mir diese Plakette zu überreichen und damit tatsächlich etwas Ungewöhnliches zu tun. Sie haben es schon angedeutet, Herr Goldschmidt, Herr Müller, dass die Kombination jedenfalls zum Nachdenken führt, wie ein Würdenträger der Kirche, Nicht-Ökonom, dann doch gewürdigt wird von Seiten einer Gesellschaft, die sich sehr stark dem ökonomischen Denken verpflichtet weiß. Aber damit sind wir eigentlich schon mitten im Thema, was ist soziale Marktwirtschaft, woher kommt sie, welche Inspirationen tragen sie? Und da kann man eben nicht aus dem Kontext auch der christlichen Grundlagen aussteigen. Wenn man über soziale Marktwirtschaft redet, muss man diesen Humus, diesen Nährboden, aus dem das kommt, auch beschreiben. Aber das will ich heute nicht tun. Das wäre ein eigenes Thema. Ich möchte zunächst einmal sehr herzlich danken. Es sind eine ganze Reihe von Persönlichkeiten hier, die mich auch biografisch in dieses Thema eingeführt haben. Ich sehe Herrn Hohmann, wenn ich an das Seminar denke, das war für mich wie ein Erweckungserlebnis als junger Priester, der gerade seine zweijährige Kaplanszeit hinter sich hatte, nach Münster zu kommen zum Studium und dann ein gemeinsames Seminar zwischen Theologen und Ökonomen, an das ich mich sehr, sehr gut erinnere, das für mich wirklich überhaupt den Zugang, die Faszination der Ökonomie in mir wachgerufen hat. Und diese Leidenschaft, dieses Interesse ist geblieben bis heute, auch wenn ich nicht mehr immer die Zeit habe, alle Wirtschaftsteile und Artikel zu lesen oder Bücher zu lesen von Ökonomen, die aber dann doch gekauft werden und bei mir liegen, manchmal lange und dann werden sie dann doch gelesen, aber es ist schwieriger geworden. Das ganze Feld ist weiterhin für mich von großer Faszination und es ist entscheidend für die Zukunft. Die Ökonomie, ich werde darauf zu sprechen kommen, gehört nicht nur zu den großen Wissenschaften, sie ist auch im Umbruch vielleicht, darüber können wir auch nachdenken, aber sie gehört zu den großen kulturellen Herausforderungen des 21. Jahrhunderts, wie sie sich wissenschaftlich aufstellt und wie sie sich natürlich praktisch umsetzt im wirtschaftlichen Geschehen. Also herzlichen Dank allen. Herrn Goldschmidt kenne ich auch lange noch als Student, sehe ich Sie noch vor mir. Er ist ja eigentlich auch Theologe, er kommt aus der Theologie.
was er Gott sei Dank nicht hinter sich gelassen hat, sondern eingebracht hat in seine neue Aufgabe, und es tut der Aufgabe gut, wie wir spüren. Und viele andere, Stabatti kenne ich auch lange, Herr Müller und viele andere, die mich begleitet haben an den Lehrstühlen, wo ich ja selber dann sozusagen auch einmal Kollege war für eine kurze Zeit. Ich möchte ein wenig sprechen heute über das Thema, wie viel Mensch verträgt die Wirtschaft. Wir haben es eben gehört, der Mensch steht im Mittelpunkt der sozialen Marktwirtschaft. Die soziale Marktwirtschaft ist ja nicht ein System, wo man einfach etwas abarbeitet, eine Agenda, die aufgeschrieben ist und die einfach umgesetzt wird, sondern ein Denken in Leitmodellen, in Ideen auch, in Prinzipien. Natürlich gibt es bestimmte Vorstellungen, die nicht beiseite gelassen werden können. Bestimmte Erkenntnisse, die gelten immer, wenn ich von Marktwirtschaft rede. Aber Sie haben es angedeutet, wie soziale Marktwirtschaft sich entfaltet, wo ein ordnungspolitischer Rahmen da sein muss, wie viel und an welcher Stelle der Staat einzugreifen hat oder auf einer internationalen Ebene Rahmenbedingungen zu korrigieren, zu verändern sind, was internalisiert werden kann in Märkte und was nicht. Darüber wird es auch weiterhin eine unendliche Debatte geben. Und eine Erfahrung der letzten Jahre ist ja auch, das war auch ein Erkenntnis des gemeinsamen Seminars von Theologen und Ökonomen in Münster, dass die Ökonomie ja nicht einfach eine Naturwissenschaft ist. Ich weiß, wie oft ich darüber in der Kommende mit Ökonomen diskutiert habe. Und in solchen Diskussionen habe ich gelegentlich gefragt, wie verstehen Sie denn Ihre eigene Wissenschaft als Naturwissenschaft? Und wenn dann gesagt wurde, ja, dann habe ich meistens gesagt, da bin ich aber anderer Meinung. Und nicht nur meistens, sondern immer. Und das ist ja auch bei den Ökonomen, den wirklich guten Ökonomen nicht der Fall, sondern sie wissen, das ist eine Gesellschaftswissenschaft, sie hat viele Voraussetzungen. Sie redet vom Handeln unter Menschen, unter Knappheitsbedingungen, ist also stark sozialwissenschaftlich inspiriert, hat eine kulturelle Seite. Und deswegen freue ich mich, dass also die Schule, die also meint, hauptsächlich müsse man Statistiken lesen, um die Wirtschaft zu verstehen, doch auch Korrekturen erfährt in den letzten Jahren. Und die Erkenntnis wächst, dass es um Menschen geht, die handeln, und dass das Handeln von Menschen nicht einfach nur dem Homo economicus entspricht, sondern sehr viele Rahmenbedingungen hat, die nicht voraussehbar sind und die man im Blick behalten muss. Der Mensch steht im Mittelpunkt der sozialen Marktwirtschaft, das ist also schon ein großes Programm. Dann muss ich ja etwas vom Menschen wissen. Wenn ein Ökonom also sich in die Tradition der sozialen Marktwirtschaft stellt, muss er etwas vom Menschen wissen, von den Bedürfnissen des Menschen, vom Glück des Menschen, vom guten Leben, von dem, was Menschen bewegt, wie Menschen handeln und wie Menschen handeln sollten, wenn sie langfristig und nachhaltig ein gemeinsames Zusammenleben vor Augen haben. Da kann man nicht sagen, das sollen nur einfach die Theologen für uns erledigen. Das ist ein Blickfeld, in das auch der Ökonom, vielleicht nicht jeder Fachökonom, aber im Bereich der gesamten ökonomischen Wissenschaften, einen Blick werfen muss auf den Menschen. Wie man die Wirtschaft ordnet, entscheidet darüber, wie die Menschen leben und ob sie eigenverantwortlich und gut leben können. Die Wirtschaft ist, so hat es das Zweite Vatikanische Konzil ja gesagt, ein Kultursachbereich oder, wie es Eucken, glaube ich, gesagt hat, der Wettbewerb ist ein Zivilisationsprodukt, ist also etwas, was wirklich Kunst erfordert. Ist nicht etwas, was von selber entsteht, sondern was eine Planung und eine Idee hinter sich hat. Ein Zivilisationsprodukt, Kultur, Wirtschaft ist Kultur, nicht Wildwuchs und Urwald und Catch as Catch Can und Survival of the Fittest. Das ist nicht Wirtschaft. Es geht um Kultur, um menschliches Zusammenleben unter Wettbewerbsbedingungen, unter Knappheitsbedingungen. Aber doch nicht um ein unmenschliches Feld der menschlichen Existenz. Das kann doch nicht ehrlich und wirklich die Idee sein, die dahinter steht. Aber ab und zu muss man daran erinnern. Und dann wird jedem klar, ja, eigentlich ist es so. Ludwig Erhard sah in einer klug geordneten Wirtschaft die Voraussetzung dafür, wörtlich, und das sollte man immer mal wieder zitieren, um überkommene Hierarchien aufzubrechen,
um endlich das Ressentiment zwischen Arm und Reich zu überwinden und damit Wohlstand für alle zu erreichen. Und Wohlstand für alle war für ihn eben nicht nur ein ökonomischer Begriff oder sagen wir so ein ökonomisch messbarer Begriff im Sinne einer materiellen Abfrage, wann denn endlich der Wohlstand erreicht sei, ab wie viel Bruttoinlandsprodukt ist denn der Wohlstand erreicht, das war nicht das Thema, sondern es ging ihm auch schon um Teilhabe. Wohlstand für alle war auch ein verteilungspolitisches Projekt, das nur ein geregelter Wettbewerb Einkommensmobilität und Teilhabe ermöglicht. Das gehört zu den Grunderkenntnissen der Marktwirtschaft und auch der sozialen Marktwirtschaft. Mit der Sozialisierung wörtlich, mit der Sozialisierung von Fortschritt und Gewinn, so Erhard, ist somit das vordringliche Anliegen einer sozialen Marktwirtschaft benannt. Niemand soll zurückgelassen werden, keiner ist überflüssig. So die großartige Anfangspredigt Benedikts XVI., als er seinen Dienst als Papst begann. Niemand ist überflüssig, keiner wird zurückgelassen. Alle gehören ins Boot, um Karl Hohmann zu zitieren in seinem kleinen UTB-Bändchen. Keiner soll zurückgelassen werden, alle gehören ins Boot. Das gehört auch zum Bild der sozialen Marktwirtschaft. Und nicht ein utilitaristisches Bild, was sich weitgehend in vielen Bereichen breit gemacht hat. Wir steigern, in dem schönen Lied der Neuen Deutschen Welle damals, wir steigern das Bruttosozialprodukt. Ja, einige von den Älteren können sich an diese Lieder noch erinnern. Wir werden ja auch langsam so älter. Wir steigern das Bruttosozialprodukt, damit ist der Wohlstand gesteigert, damit kann man mehr verteilen und damit gibt es weniger Arme, damit ist alles gut. Nein. Wenn ich, das höre ich ja zum Teil heute auch, wenn ich die Armut überwunden habe und dann die Armen oder die etwas aus der Armut herausgekommenen in Städten leben, in denen sie nur noch Gasmasken tragen können, ist es jedenfalls zu hinterfragen, ob das ein ganzheitlicher Fortschritt ist, um mit dem Papst von seiner neuen Enzyklika herzureden. Das heißt nicht, dass man alles gegen muss, um die Armut zu überwinden und dass das ein wesentlicher Teil ist, um die Basics erst einmal den Menschen zur Verfügung zu stellen. Aber wir müssen auch immer alles mit im Blick behalten. Man kann es nicht reduzieren auf die einfache Zahl und auf die einfache messbare Produktivität. Auch Alexander Rüstow, das werde ich noch sagen, hat das sehr deutlich gesagt. Es geht also um eine Abschaffung von Privilegien, das hat mir immer gefallen in der Marktwirtschaft, um Abschaffung und Kampf gegen Parteieliten und Feudalismus, um wirtschaftliche Machtblöcke, Monopole, Kartelle. Alle sollen eine Chance bekommen. Das geht generell durch das gesamte Konzept der sozialen Marktwirtschaft. Taugt eine solche Botschaft, die man ja gerne hört, aber auch wirklich für das alltägliche, praktische Leben in der Politik? Oder ist das, wie es jemand mal gesagt hat, mehr eine soziale, verbale Soße, die wir drüber legen? Auch das gibt es ja. Kritiker der sozialen Marktwirtschaft sagen, auch aus der Soziallehre der Kirche in den 50er Jahren, als die Auseinandersetzung begann, Nell Bräunig und andere, ich habe mit den Protagonisten noch sprechen können, der Kämpfe. Was ist Ordoliberalismus? Kann die Kirche das akzeptieren oder nicht? Edgar Navrot, die alten Kämpfer, die dann doch der Meinung waren, ich habe sie wie gesagt noch in der Kommende erlebt, der alte Liberalismus hat sich nur verkleidet im Ordoliberalismus und die soziale Marktwirtschaft ist nur eine Dekoration, um die Zähne etwas unsichtbar zu machen vor einem doch sehr brutalen, nackten Kapitalismus. Ich habe es jetzt etwas übertrieben, aber die Diskussionen der 50er Jahre, wenn man sie anschaut, sind schon erkennbar. Und einer der wenigen, der versucht hat, aber das ist jetzt, dann muss ich aufpassen auf meine Zeit, dass ich hier nicht von all dem rede, was mich bewegt, aber einer der wenigen eben, der das versucht hat, deutlich zu überwinden, war Josef Höffner, der Kardinal von Köln, mit seiner Soziallehre, der bei Eucken promoviert hatte, und damit eben doch einen Brückenschlag ermöglichte, der sich erst langsam dann durchsetzte.
und in der Enzyklika Centesimus Annus vielleicht doch zu einem gewissen Abschluss gekommen ist. Ich kann mich erinnern, ich habe es, glaube ich, schon mal in einer anderen Runde zitiert, dass Herr Hohmann mich dann in der Kommende anrief. Er weiß es vielleicht selber nicht mehr, als die Enzyklika Centesimus Annus erschienen war. Und da hat er mich angerufen und gesagt, jetzt habe ich den Eindruck, die Kirche hat verstanden, um was es geht. Da war ein gewisser Abschluss da, eine Beurteilung von Marktwirtschaft im Sinne einer Akzeptanz. Und Johannes Paul II. Hat dann sehr gut aufgelistet, was ist denn eine akzeptierte Marktwirtschaft, wie können wir sie ethisch akzeptieren. Er hat das Wort soziale Marktwirtschaft dann nicht benutzt, aber was er beschrieben hat, war das, was wir im Wesentlichen unter sozialer Marktwirtschaft verstehen. Nein, das ist nicht eine Soße, eine verbale soziale Soße, die über das Gericht Kapitalismus gegossen wird oder Marktwirtschaft, sondern da geht es um Substanz. Es ist eben die Wirtschaft ein Projekt auch der Zivilisation und deswegen muss man daran festhalten, und das ist ja der Grundgedanke der sozialen Marktwirtschaft, dass Wirtschaft geordnet werden muss. Der Ordnungsgedanke ist ja nicht ein negativer, er soll nicht Strangulierung als Assoziation hervorrufen, sondern Ordnung als Grundlage der Freiheit. Ohne Ordnung gibt es keine Freiheit, ist aufeinander bezogen. Und das gilt eben auch für die Marktwirtschaft. Die Gestaltung unserer globalen Wirtschaft entlang der Ideen der sozialen Marktwirtschaft, so glaube ich, und dafür werde ich auch weiter kämpfen, das ist mir eine Ermutigung, dieser Preis, das auch weiter im Blick zu behalten, ist die entscheidende Frage für das 21. Jahrhundert. Deswegen habe ich mich über die neue Enzyklika auch gefreut, wenn auch da Ordoliberalismus vielleicht nicht dein Hauptthema ist, es kommt aus einer anderen Perspektive, das Denken des Papstes. Es setzt aber all das voraus, was in der Enzyklika Centesimus Anno steht. Und er vertritt, und das werde ich immer wiederholen, eine ganzheitliche Fortschrittsidee, ohne die wir auch soziale Marktwirtschaft nicht verstehen können. Soziale Marktwirtschaft ist zwar ein Denken über wirtschaftliche Realitäten, aber es ist eingebettet eben in einen kulturellen und auch ethischen Horizont, und in eine ganzheitliche Sicht des Menschen und des Fortschritts, was denn gut ist für den Menschen. Erst dann kann ich Wirtschaft auch in diese Rahmenordnung hinein entfalten. Und insofern meine ich, ist das ohne weiteres, auch wenn manche wenige Stimmen jetzt auch kritisch sich äußern, einzufügen und kompatibel mit dem, was der Papst in seiner neuen Enzyklika sagt. Wenn man ein wenig auf den Namensgeber der Plakette eingehen will, dann sollte man daran erinnern, dass eine zentrale Idee für Alexander Rüstow war, eine zentrale Idee zwischen dem Markt und dem Menschen, den Gegensatz zwischen individueller Freiheit und gesellschaftlicher Verantwortung aufzulösen, das Konzept der von ihm sogenannten Vitalpolitik war. Die Fachleute wissen das natürlich alles. Es ist ein etwas schwieriger Begriff, aber er deutet schon etwas an von dem, was Franziskus mit anderen Worten sagt. Wir spüren immer, hier geht es um das ganze Leben. Vitalpolitik wird keine große Karriere machen, der Begriff, das kann ich voraussagen. Das wird, aber was damit gemeint ist, schon. Man spürt, Alexander Rüstow will hier genau das tun, was ich am Anfang gesagt habe. Er will den ganzen Menschen in den Blick nehmen, was bedarf, was sind die Bedürfnisse des Menschen, was kann dem Menschen dienen, wie kann man eine Ordnung schaffen, die möglichst vielen Menschen dient, die sich in Freiheit natürlich für ein gutes Leben und was sie unter gutem Leben verstehen, entscheiden müssen. Aber was sind die Voraussetzungen dafür? Da kann die Wirtschaft sich nicht heraushalten und sagen, wir produzieren nur Güter, alles andere geht uns nichts an, sondern das ist eingebettet in ein gesamtgesellschaftliches Verfahren. Er schreibt, ich zitiere mal Alexander Rüstow, nach Rüstow ist Vitalpolitik wörtlich jetzt eine Wirtschafts- und Sozialpolitik, die bewusst nicht nach irgendwelchen Rekorden und Höchstleistungen strebt, nicht danach strebt, dass irgendwelche Kurven der Lohnentwicklung oder von sonst etwas möglichst steil aufwärts gehen. Denn von aufwärts gehenden Kurven kann man schließlich nicht leben und nicht glücklich werden, sondern die bewusst die Frage stellt, was getan werden kann, um einzelne Menschen glücklich und zufrieden zu machen. So 1957. Das ist schon fast ein bisschen stark. Gell?
Das ist schon fast sehr stark, ob wir uns so weit vorwagen können, können wir Voraussetzungen schaffen, wie Menschen glücklich werden. Aber wir ahnen, was er hier meint. Er meint hier eine umfassende Sicht, wie ich es eben angedeutet habe. Was nützt es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, heißt es im Evangelium, aber dabei sein Leben verliert? Was nützt dem Menschen der materielle Fortschritt, wenn er dabei zugrunde geht oder viele dabei zugrunde gehen? Das kann nicht akzeptiert werden. Das ist der pure, sage es noch einmal, Utilitarismus, den die Soziallehre der Kirche und auch der Ordoliberalismus ablehnen. Dieses Zitat von 1957 illustriert anschaulich die drei Kernpunkte, die meiner Meinung nach die Richtschnur für die Ausrichtung der Wirtschaft am Menschen sein sollen. Wenn das stimmt, dann ist hier schon mal eine große Gemeinsamkeit gegeben. Der Mensch ist Ausgangspunkt, Zielpunkt aller wirtschaftlichen Aktivitäten. Das gilt als Leitsatz der katholischen Soziallehre, aller Institutionen. Der Mensch steht im Mittelpunkt. Und vom Menschen her sollen Institutionen gebaut werden und gedacht werden. Und zu solchen Institutionen gehört auch die Wirtschaft. Es ist schon genannt worden, das kann ich zusammenfassend sagen, die Wirtschaft, der Markt ist kein Selbstzweck, ist Instrument, um gutes Leben zu ermöglichen. Rüstow sagt dann, dienende Wirtschaft, wir haben es eben schon gehört. Nicht der Mensch dient dem Markt, nicht die Wirtschaft entscheidet, wie viel Mensch sie verträgt. Im Gegenteil, Wirtschaft muss an den Interessen und Notwendigkeiten jedes Einzelnen ausgerichtet werden. Angesichts der immer noch schwelenden Weltwirtschafts- und Finanzmarktkrise und den zahlreichen Exzessen des Finanzmarktes scheint diese Sicht der Dinge weiterhin mehr als gerechtfertigt. Wenn ich weltweit das Denken anschaue, sind wir mit unserem Denken der sozialen Marktwirtschaft nicht Mainstream. Daran muss man immer wieder erinnern. Obwohl ich überrascht war, wir haben ja versucht, einige sind ja mit gewesen dabei, oder ich glaube schon, Herr Goldschmidt war dabei in Amerika, glaube ich, Chicago, dass die Offenheit auch bei der Chicago School, wenigstens über all das mal zu reden, durchaus gegeben war. Oder ich war jetzt in Stanford. Die Diskussionen sind durchaus möglich, wenn auch man spürt, dass das Verständnis sehr auseinandergeht. Das Verständnis der Wirtschaftswissenschaften dort ist doch sehr, wir sagen pragmatisch und ich denke dabei doch manchmal sehr utilitaristisch. Nie werde ich vergessen, den sympathischen Bob Lucas, Frau Breu, meine Mitarbeiterin, war dabei, als wir in seinem, der Nobelpreisträger für Ökonomie, als wir in seinem Büro saßen, das ist also schon 5 Jahre her, mindestens, wenn nicht schon davor, das war, ich glaube 2010 war es, also in der Krise wirklich. Und wir haben dann mit 3, 4 Leuten mit ihm zusammen in seinem Büro in Chicago gesessen, der war freundlich und wirklich absolut sympathischer Mann. Und das bleibt er auch wenn ich mit seinen Thesen dann nicht immer in eins gegangen bin. Und dann habe ich ihn gefragt, Professor Lucas, what's about the follow-up of the crisis? Dann hat er seinen Laptop aufgeschlagen und hat dann die Wachstumskurve von 1850 bis heute gezeigt und die Prognose. Und mir gesagt, what's the problem? Und das ist ja stark, das ist ja nicht schwach, das ist ja ein starkes Argument. Und da habe ich schon gedacht, da müssen wir wirklich versuchen, gründlich darüber nachzudenken und unsere Perspektive einzubringen gegen eine solche unmittelbare Plausibilität, die aber dann doch beim zweiten Denken nicht genügt. Das ist der Pragmatismus, der dort vorherrscht und dann sagt mir, wir haben doch so viele Arme in neue Situationen hineingeführt, aber welche Folgen das für alle hat und wie das Gesamte, die Gesamtbilanz aussieht und wer die Kosten der Gesamtbilanz zu tragen hat, das wird natürlich nicht thematisiert. Also eine dienende Wirtschaft, und das ist längst nicht zu Ende, darüber nachzudenken, auch international. Bei einem Kongress eines sehr liberalen Thinktanks, der allerdings kirchlich gesehen eher ein konservativer Thinktank ist, aber das ist in Amerika ja oft miteinander verbunden, war ich aber dann erfreut, dass ich Professoren kennenlernte in Kalifornien jetzt, die Rüstow und Eucken gelesen hatten und auch übersetzt hatten. Also das hat mir wieder Hoffnung gegeben, dass auch hier eine Rezeption, eine Diskussion durchaus möglich sein könnte. Und das würde ich der Aktionsgemeinschaft auch sehr empfehlen, diese Kontakte voranzubringen, weil eben auch selbst in Deutschland schon
dass nicht einfach selbstverständlich ist, was soziale Marktwirtschaft bedeutet, gerade in der Finanzkrise, Sie haben es genannt, das Auseinandergehen der Realwirtschaft von der Finanzwirtschaft, der Finanzkapitalismus ist eben nicht zu Ende. Große Ökonomen auch aus München haben ja vom Casino-Kapitalismus gesprochen und der ist eben noch nicht zu Ende. Davor warne ich zu meinen, das hätten wir jetzt abgehakt und das würde auch nicht wiederkommen. Das glaube ich nicht. Deswegen brauchen wir ein starkes, ordnungspolitisches Denken, das international vernetzt ist, das sich international englischsprachig aufstellt, in Artikeln, in Diskussionsrunden. Und ich will gerne mithelfen, so wie wir es getan haben da in Chicago, das weiter voranzutreiben, auch im Rahmen der Begegnung der Bischöfe. Der Maßstab für eine Wirtschaftsordnung ist nicht alleine die Leistungsfähigkeit, die in monetären Indikatoren wie im Bruttoinlandsprodukt gemessen werden kann. Vorwärtsgehende, aufwärtsgehende Kurven. Im Mittelpunkt steht das gelingende Leben des Menschen und die Chancen dafür, sein Lebensglück, seine Lebenszufriedenheit. Das ist ja auch immer wieder in den großen Diskussionen über das, was Wachstum eigentlich bedeutet, aufgerufen worden. Diese Diskussionen gehören durchaus in die Ökonomie hinein. Der Meinung bin ich erst recht, wenn man eine Plakette bekommt mit dem Namen Alexander Rüstow und seiner Vitalpolitik. Folglich müssen Politik und Gesellschaft sich immer wieder der Frage stellen, was denn das Lebensglück des Menschen ausmacht und wie es erreicht werden kann, oder besser formuliert vielleicht, wie Menschen es erreichen können, dass sie wenigstens die Chance haben dafür. Und mit Walter Eucken, einen weiteren Ordoliberalen zu zitieren, es geht darum, wie der modernen industrialisierten Wirtschaft eine funktionsfähige und menschenwürdige Ordnung gegeben werden kann. Und drittens braucht es, damit der Mensch im Zentrum bleibt, starke, konkrete politische Ideen, damit das Soziale eben nicht nur Soße ist, Verteilung ist, sondern Substanz. Und da ist der Ansatz der Vitalpolitik, glaube ich, sehr hilfreich. Vitalpolitik, man würde vielleicht heute eher von Gesellschaftspolitik reden. Gott sei Dank gibt es wieder Lehrstühle für Sozialpolitik bei den Ökonomen, nicht viele, aber ein paar, damit das auch unterstrichen wird, dass das nicht einfach nur etwas ist für die Gutmenschen von den Soziologen und für die Ignoranten von den Politikwissenschaften sozusagen, sondern in die Ökonomie hineingehört. Sozialpolitik, Gesellschaftspolitik umfasst alle politischen Bedingungen und Maßnahmen, die für ein gelingendes Leben nötig sind. Dazu gehört auch die Rechtsstaatlichkeit. Also natürlich ist das jetzt nicht ein Ersatz für das Jurastudium, aber das ordnungspolitische Denken in der Ökonomie auch eben rechtliche Punkte, Wirtschaftsrecht mit beinhaltet, Kartellrecht ist ja selbstverständlich. Das sind außerordentlich wichtige, auch ethisch wichtige ordnungspolitische Fragen. Damit richtet sie sich nicht allein auf die Rahmenordnung der Märkte, sondern geht auch der Frage nach, was gesellschafts- und sozialpolitisch nötig ist, um Menschen Lebensperspektiven zu eröffnen. Dem will ich ein wenig nachgehen. Eine gelungene Vitalpolitik ist die Gewähr und das Korrektiv für eine chancengerechte Gesellschaft. Die Dringlichkeit einer solchen Sichtweise macht unsere tägliche Erfahrung deutlich. Soziale Not ist auch in unserer Gesellschaft, auch in München, nicht unbedingt ein Randphänomen. Natürlich, wenn wir Not vergleichen mit der Situation in Bangladesch, dann sagen wir immer, bei uns ist es aber nicht so schlimm. Aber das kann uns ja nicht befriedigen, wenn wir eine Gesellschaft aufbauen wollen, wo jeder eine Chance bekommt. Wenn soziale Marktwirtschaft bedeutet, keiner soll überflüssig sein, jeder soll gebraucht werden, jeder hat Fähigkeiten. Der hat ja auch eine Pflicht, sich einzubringen mit seinen Fähigkeiten, mit seinen Begabungen. Und wir müssen helfen, dass er das einbringt, dass das nicht verloren geht, soweit es menschlich möglich ist. Und das gilt eben auch in unserer Gesellschaft. Wir haben in der Kommission der Bischofskonferenz ja intensiv auch darüber diskutiert. Und unser Problem ist ja vielleicht nicht so sehr, dass Menschen in Armut fallen, sondern dass sie darin verbleiben und dass die Chance, darin zu verbleiben, das kann man statistisch nun nachweisen, größer geworden ist. Das ist außerordentlich unbefriedigend, wenn man sagt, die Chance, wenn du einmal arm bist oder in einem bestimmten sozialen Milieu gelandet bist, dort zu bleiben, erhöht sich von Jahr zu Jahr, finde ich das für eine soziale Marktwirtschaft nicht akzeptabel.
Dem müssen wir also nachgehen. Armut verfestigt sich, Armut vererbt sich. Und das gibt manchmal eine generationenübergreifende Abhängigkeit von staatlicher Unterstützung. Und da kann man nicht sagen, ja, dann ist es doch gut, wenn der Staat unterstützt. Das entspricht nicht unserem Menschenbild, weder dem Menschenbild der Ordoliberalen noch der katholischen Soziallehre zu sagen, wenn wir alle gut versorgt haben, ist ja eben auch alle für alle gesorgt, um das Wort abzuwandeln. Sondern wir wollen, dass jemand aktiv sein eigenes Leben gestaltet und Verantwortung dafür übernimmt und ihm die Möglichkeit gegeben wird, seine Verantwortung wahrzunehmen. Das entspricht unserer Vorstellung von aktivem Bürgersein, aktivem Wirtschaftssubjekt sein. Und das kann nicht zufriedenstellend sein, wenn wir hier einfach ganze Generationen da sich abhängen lassen. Und da haben wir als Kirche natürlich auch eine Verantwortung, Menschen zu ermutigen. Ich sage immer, ein gläubiger Mensch bedeutet nicht, dass wir sagen, ja, es wird schon jemand für dich sorgen, sondern dein Leben ist eine Gabe und Aufgabe. Mach was draus. Mach was draus. Das ist eine Verpflichtung auch Gott gegenüber, der uns geschaffen hat. Also es gibt auch einen spirituellen Impuls zur Eigenverantwortung und nicht einen spirituellen Impuls, der Welt vorzuwerfen, dass sie mir nicht hilft, sondern zunächst einmal die Frage, auch berechtigte Frage an mich selber, was kann ich tun? Und dem zu helfen, ist dann auch eine Aufgabe der guten Bildung, aber die Rahmenbedingungen müssen so sein, dass die Chancen da sind. Das ist ja unsere Perspektive, die wir auch von der Soziallehre der Kirche einbringen wollen. Eine chancengerechte Gesellschaft bedarf der Verantwortung auf den verschiedenen Ebenen. Deswegen folgt sie, und das ist ja auch für die Ordoliberalen selbstverständlich, dem Subsidiaritätsprinzip, dass der Einzelne und die kleine Gemeinschaft das leisten soll und auch, dass man ihr hilft, der kleinen Gemeinschaft und den Menschen, dass sie das leisten kann, was sie leisten kann und was die Personen leisten können. Die Voraussetzungen dafür, Bildung, Erziehung, Arbeit, Chancen für Arbeit, das ist auch eine gesellschaftliche Aufgabe. Nicht jeder kann sich einen Arbeitsplatz selber schaffen. Das ist nicht möglich. Nicht jeder. Nicht jeder kann für sich einfach ein Unternehmer werden. Viele können das vielleicht. Vielleicht mehr, Herr Rodenstock, als es sich selber zutrauen. Das ist eine andere Frage. Und wie kann man Ihnen helfen, dann das zu tun? Wir haben ja die Start-ups jetzt überall. Berlin ist die Start-up-City, habe ich neulich gesehen, in einem großen Artikel und so weiter. Das ist okay. Aber nicht jeder hat die Chance, nicht jeder kann das. Er braucht dann eine Ermutigung, sein Leben in die Hand zu nehmen. Und das ist eigentlich ein Teil der Vitalpolitik, von der Rüstow redet. Eine Grundüberzeugung des christlichen Menschenbildes und auch der sozialen Marktwirtschaft ist, dass der Mensch grundsätzlich in der Lage ist, sein Leben selber zu gestalten, in eigener Verantwortung mit anderen. Und dass wir alles dafür tun, eine Gesellschaft in Gang zu bringen, in der Menschen ihre Chancen wahrnehmen können. Eine solche kluge Vitalpolitik im Sinne Rüstows kann keine Politik gegen den Markt sein. Ist ja nicht gegen den Markt gerichtet. Auch wenn Herr Müller zu Recht darauf hingewiesen hat, dass man immer alle im Blick halten muss, die nicht mehr im Markt tätig sein können und die vielleicht auch grundsätzlich, weil sie krank, behindert, schwach sind, nicht in einen marktlichen Wettbewerb eintreten können. Aber grundsätzlich ist die Vitalpolitik nicht gegen den Markt gerichtet. Es sind die Initiativen von Menschen, die sich auf dem Markt bewähren. Märkte können und sind in der Regel Orte der Kreativität, auch der Zerstörung, auch des Neuanfangs, auch des Abbruchs, auch der großen Umbrüche, auch der Krisen. Darüber könnte man jetzt viel sagen, aber da fehlt die Zeit. Aber sie sind eben auch Orte, wo Menschen Verantwortung lernen und aufeinander hören und mit aufmerksam sein müssen, was braucht der andere? Was könnte er gebrauchen? Was könnte für ihn gut sein, sich auf diesen Weg zu begeben? Und gerade unsere Mittelständler, das darf ich an dieser Stelle vielleicht auch mal sagen, sind die kreativsten eigentlich in vielen Bereichen gewesen, um eine solche Marktwirtschaft in Gang zu bringen und eben auch ein menschliches Miteinander in Gang zu bringen. Mittelstandsvertretung ist ja auch hier da. Jeder und jede Einzelne trägt Verantwortung, aber auch für das Gemeinwesen. Das gilt auch im Sinne der Vitalpolitik. Gemeint ist die Verpflichtung, auch gerade von der sozialen Marktwirtschaft her, dass sich jemand einbringt, dass jeder sich einbringt in den Möglichkeiten, die er hat, in das Gemeinwesen, in das berufliche und private Umfeld hinein, zivilgesellschaftlich
engagiert. Viel zu wenig ist noch bedacht, da gibt es Untersuchungen dazu, da gibt es Bücher dazu, aber in den letzten Jahren habe ich das nicht mehr so wahrgenommen, wie verschränkt wirklich die Marktwirtschaft und die Demokratie sind. Da gibt es ja die unterschiedlichen Thesen. Ich möchte sehr daran festhalten, dass eine wirklich soziale Marktwirtschaft, wie wir sie hier ordnungspolitisch denken, ohne dass man sie auf jeden Satz und jede gesetzliche Sache festlegen muss, weil sie ein freies, offenes System ist, aber ohne eine funktionierende Demokratie und Rechtsstaatlichkeit eben nicht funktionieren kann, nicht gehen kann, dass das verschränkt ist und sich gegenseitig auch anfeuert und bedingt. Also ich halte das für eine merkwürdige Sicht, die auch von großen, sehr alten Politikern vertreten wird. Man solle das einfach mal sich selber überlassen und es könne auch Marktwirtschaften geben, die funktionieren auf Dauer, ohne dass sie rechtsstaatlich und demokratisch sind. Aber das muss ich der Wissenschaft überlassen, daran weiter zu forschen. Ich kann mir das nicht vorstellen und es gibt gute Gründe, jedenfalls von dem her, wie wir uns aus der Tradition der sozialen Marktwirtschaft verstehen, große Zweifel daran zu haben, ob das nachhaltig und auf Dauer funktionieren kann. Wir werden das auch erleben. Wenn man einzelne, das müssten Sie dann als Wissenschaftler tun, einzelne Marktwirtschaften genauer untersucht, dann wird man feststellen, dass darin auch viel Feudalismus steckt, wenn der Rechtsstaat nicht da ist und eben viel Monopol und Korruption, wenn die Kartellgesetzgebung nicht funktioniert. Und deswegen muss man das auch immer wieder sagen, dass hier eine Verschränkung da ist, auf die man hinweisen muss. Die Vitalpolitik hat auch etwas zu tun mit dem Lebensstil. Der Papst Franziskus hat das jetzt breit ausgefaltet. Ich finde das eigentlich schön. Er sagt, es gibt die verschiedenen Verantwortungen auf den verschiedenen Ebenen, wenn er sie auch jetzt nicht ordnungspolitisch durchdenkt und jeweils also sozusagen wissenschaftlich zuordnet. Das ist nicht Aufgabe des Papstes. Aber er nennt, wir haben die Verantwortlichkeiten auf verschiedenen Ebenen. Und da geht natürlich auch die Verantwortung des Einzelnen, die durchaus gegeben ist. Auch in einem Spielfeld gibt es Spielregeln, aber es gibt auch Fairplay des Einzelnen. Es gibt eben auch ein Foul und dass man nicht foult, gehört eben auch dazu. Und dazu braucht man nicht nur den Schiedsrichter, sondern vielleicht auch den inneren Kompass, dass ich jemandem nicht das Bein breche, wenn ich auf dem Fußballfeld stehe, um zu gewinnen. In diesem Zusammenhang, es wurde eben schon genannt, haben wir den Begriff von den Bischöfen her in unserer Kommission stark gemacht, der dynamischen Chancengerechtigkeit. Eben nicht zu sagen, also Rüstow spricht von der Staatgerechtigkeit, das ist richtig, aber in einer so mobilen Gesellschaft, veränderlichen Gesellschaft, wie auch die Marktwirtschaft ja veränderlich ist, neue Aufbrüche, jetzt Digitalisierung, immer wieder passieren neue Dinge, die herausfordernd sind, brauchen wir auch eine dynamische Chancengerechtigkeit. Das heißt, wir können nicht nur sagen, einmal haben wir dir was mitgegeben, das Paket, und jetzt ist Schluss. Damit musst du leben dein ganzes Leben lang und wenn du einmal scheiterst, dann hast du eben Pech gehabt. Sondern immer wieder auch Chancen zu eröffnen, wie wir es ja auch in unserer Sozialpolitik versuchen, durch Fortbildung, durch Ermöglichung, durch Startkapital oder was auch immer für Instrumente sind, die ja nicht ganz nur einfach marktmäßig sind. Und da gibt es ja einen alten Streit eben auch zwischen den Ordoliberalen, Sie haben es genannt, wo soll der Staat noch was tun, wo nicht, aber praktisch gesehen, da sind die Diskussionen nicht am Ende, aber praktisch gesehen wird das eben oft erfolgen. Also eine dynamische Chancengerechtigkeit. Ich will Ihnen eine so verstandene Verantwortung an drei konkreten Feldern veranschaulichen, die mir persönlich und natürlich uns allen im Augenblick sehr am Herzen liegen und damit schließen. Drei aktuelle Herausforderungen. Auf eine hatte Herr Müller schon hingewiesen, die Jugendarbeitslosigkeit, die Flüchtlingsproblematik. Und die umfassende ökonomische Bildung, auch der Umweltschutz, aber das kann man damit dann hineinnehmen. Ich will es aufgreifen, was eben gesagt worden ist. Eine soziale Marktwirtschaft, wie wir sie gerade gehört haben, wie sie von der Vitalpolitik Rüstows her gedacht ist, kann nicht akzeptieren, dass 50% der Jugendlichen keine Arbeit finden. Es ist, da kann man 100-mal sagen, es geht uns doch so gut in Deutschland, es kann uns nicht gleichgültig machen. Wir stehen in einem gemeinsamen Solidaritätsraum und deswegen muss man darüber nachdenken. Man kann nicht ganze Generationen, wie die Spanier sagen, Generation Zero nennen. Also eine Generation, die einfach null, die durchläuft und da fangen wir an, wenn die vorbei sind. Das ist ethisch nicht akzeptabel und ökonomischer Wahnsinn. Nicht nur rein ethisch, sondern ökonomisch Potenziale liegen zu lassen über Jahre, das ist ja völlig verheerend, auch für uns. Also ich bin nicht
zufrieden mit dem, was wir da haben. Wir haben die Zahlen eben gehört, 50%, auch Griechenland, Spanien, Portugal, Italien. Es ist erschreckend, was uns dort vor Augen geführt wird und dass wir hier vielen Menschen keine Chance geben. Eine dienende Wirtschaft muss sich diesen Jugendlichen annehmen und nach Wegen suchen, um ihnen wieder Lebensperspektiven zu eröffnen. Oftmals drängt sich der Eindruck auf, dass sie die Diskussion auf ökonomische Effizienzaspekte konzentriert, anstatt systematisch das Problem in Angriff zu nehmen. Bildung und Arbeit sind die Themen, an denen wir ansetzen müssen. Bildung und Arbeit. Und Bildung eben im umfassenden Sinne nicht nur einfach technische Ausbildung, sondern Menschen zu befähigen, ihr Leben in die Hand zu nehmen, kreativ zu sein, ihr Leben zu organisieren, Entscheidungen zu fällen, diszipliniert ein Ziel zu erreichen. Das sind alles Bildungsinhalte, nicht nur mit einem Computer umzugehen, sondern das Leben insgesamt auch zu gestalten, verantwortlich zu gestalten. Das ist die Voraussetzung, um dann ausgebildet zu werden. Das sind ganz, ganz wichtige Punkte, die gerade für unsere europäische Verantwortung da ist. Ich habe ja auch zu tun mit der europäischen Ebene. Und das ist schon etwas schwierig. Ich weiß, wir diskutieren natürlich über die europäische Verantwortung, wie sieht sie aus. Aber das Spiel, was jetzt getrieben wird, dass man sagt, die sozialen Dinge, die lassen wir alle auf der nationalstaatlichen Ebene. Was immer dann dabei rauskommt. Und die anderen Punkte, also wo es dann brutaler wird, die wird auf die europäische Ebene geschoben. Das führt dazu, dass die Menschen Europa ablehnen. Und sagen, von Europa kommt sozusagen das, was uns knebelt. Und von einem Nationalstaat kommt das, was uns gut tut. Die Verteilung und das Reden darüber, das können wir euch geben, das geben wir euch und das geben wir euch. Das ist keine gute Perspektive. Es ist schwierig, ich weiß, das wäre jetzt eine Riesendiskussion, wie kann überhaupt Europa sich weiterentwickeln. Aber ich wollte es nur andeuten, dass jedenfalls die Situation, wie wir sie jetzt haben, zu meinen, was gehen uns die Arbeitslosen in Spanien an, eine Situation ist, die wir nicht akzeptieren können auf Dauer. Das ist nicht möglich. So kommen wir nicht weiter, so zerreißt Europa. Nicht nur an der Griechenland-Frage, sondern an dieser Frage auch. Was ist ein soziales Europa? Zwar mag die Jugendarbeitslosigkeit in südlichen Ländern zunächst das Problem der betroffenen Staaten sein, aber das große Projekt Europa, auf das wir uns eingelassen haben, mit dem Euro noch einmal mit einer besonderen Dynamik, mit all der Problematik, die dahinter steckt, keine Frage, ist eine Herausforderung, der wir uns nicht entziehen können. Ich halte weiterhin an diesem großen Projekt, das friedensstiftend und wohlstandsstiftend ist, fest. Und die Konsequenzen müssen wir miteinander ziehen. Und wenn wir sie nicht richtig ziehen, wird Europa in schwierige Zeiten hineinkommen. Auf diese Weise meine ich, müssen wir weiterhin auch im Blick behalten, dass eben diese Fragen mit ein Thema sind für den Zusammenhalt, für den sozialen Zusammenhalt in Europa und die Kohäsion der Europäischen Union. Die Menschen dürfen Europa nicht als kaltherziges Wirtschaftsprojekt begreifen. Das kann nicht gut sein für die Akzeptanz dieses Weges, den wir gemeinsam gegangen sind und der auch ein großes Projekt ist im globalen Maßstab, worauf auch die Welt schaut. Ich hatte heute Nachmittag noch das Gespräch mit unseren Stipendiaten aus der Dritten Welt, die hier studieren, viele eben technische Berufe, Wirtschaftsberufe aus Afrika, aus Asien und Lateinamerika. Und dann haben wir auch noch gesagt, wie seht ihr denn Europa? Ja, natürlich, da sind so viele Alte und in der Kirche sind so wenig Leute und was so gesagt wird. Ne? Aber jedenfalls ist erstaunlich, und da sind wir beim zweiten Thema dann gleich. Die Anziehungskraft Europas ist ja ungebrochen. Die lamentieren auch kirchlich gesehen, höre ich dann, ja, Europa ist ja im Niedergang, Niedergang, Niedergang. Wenn Sie in der Welt kommen, hören Sie diese Melodie. Aber die reale Situation ist eine andere. Viele wollen nach Europa hin. Sie sehen das als Hoffnungsprojekt. Und Recht haben Sie. Ob wir das alles dann so regeln können, ist eine andere Frage. Aber Recht haben Sie, wenn wir selber uns noch kleinreden und sagen, wir sind kein Hoffnungsprojekt, wir haben kein Zukunftsprojekt, wir wickeln nur etwas ab, was schwierig ist. Das ist doch nicht das, was wir der Welt zu bieten haben. Und deswegen ist es so wichtig, an dieser Perspektive weiterzuarbeiten. Ich meine, das misslingt im Augenblick in der Griechenland-Krise, sogenannten Griechenland-Krise.
Die Details einzugehen, das wäre vielleicht jetzt zu tagespolitisch. Aber man kann ja nicht sagen, es ginge nur darum, wie können jetzt die Griechen sparen, sondern es müsste doch um die Frage gehen, wie bringen wir insgesamt Europa in eine Situation, wo Chancen für alle da sind. Was ist die positive Botschaft? Was können wir miteinander tun? Natürlich erfordert das auch eine Wettbewerbsfähigkeit aller Länder und ein Hinführen auf diese Wettbewerbsfähigkeit, die man vielleicht so kühn sich vorgestellt hat, als würde sie in wenigen Jahren erreicht. Das mag sein. Aber es muss auch eine Perspektive sein. Was sind denn die Chancen? Was geben wir denn an Hoffnung für die Zukunft? Da bin ich der Meinung, das ist bis jetzt nicht übergekommen, dass wir dort eine Vision haben, eine Vorstellung für dieses Projekt, das auch positiv in diesen Ländern etwas freisetzt, einschließlich Griechenland. Und nicht nur die Frage stellt, wann endlich fangen die Griechen an zu arbeiten. Das mag ja auch ein Thema sein, muss auch alles sein, aber ist nicht die einzige Problematik. Es geht hier um mehr, als einfach zu sagen, ändert mal euren Lebensstil, dann ist das Problem gelöst. Sondern beides. Was sind die, wie sagt man in der Ökonomie, was sind die Incentives, die man reinlegt? In der COMECE, in der Kommission der Bischofskonferenzen der Europäischen Gemeinschaft, haben wir ja einen Text gemacht 2012 mit dem Titel Eine europäische Solidaritäts- und Verantwortungsgemeinschaft, eine Erklärung zu einer wettbewerbsfähigen und zugleich sozialen Marktwirtschaft in Europa. Im Lissabon-Vertrag steht ja zum ersten Mal der Begriff soziale Marktwirtschaft, Lissabon 1 nicht. Lissabon 1 hatte nur, wir werden in 10 Jahren, das ist schon in den 95er Jahren gewesen, wir werden in 10 Jahren der wettbewerbsfähigste Ort der Welt sein. Bisschen den Mund vollgenommen, Lissabon 1. Lissabon 2 hat etwas besser formuliert, wir arbeiten auf der Grundlage einer highly, highly competitive social market economy. Das ist natürlich etwas, was man allen Beteiligten, inklusive Griechenland, inklusive den anderen sagen muss. Highly competitive social market economy. Aber das Ganze. Und der Wettbewerbsfähigkeit muss man sich stellen. Wer aus dem Wettbewerb ausscheiden will, kann nicht den Zielpunkt erreichen. Das ist eine klare Sache. Aber der Wettbewerb ist nicht Selbstzweck. Er soll ja zum Ziel führen, einer chancengerechten Gesellschaft. Und das muss auch sichtbar werden, dass dieses Ziel erreichbar ist. Und zwar nicht erst in 50 Jahren, irgendwann für die Menschen, die jetzt handeln, ein Ziel. Wo geht es hin? Das wollten wir mit unserem Text anregen, dass man das Thema soziale Marktwirtschaft europäisch auch diskutiert. Ein weiteres Problemfeld, die Flüchtlings- und Einwanderungspolitik, die Asylpolitik Europas, die ein Trauerspiel ist, weil wir nicht zu einer gemeinsamen Lösung kommen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich rede schon so lange, das weiß ich, aber ich hätte nicht gedacht vor 10 Jahren, dass wir in einer so schwierigen Situation sein würden, wenn wir jetzt die äußeren Rahmenbedingungen Europas anschauen. Die inneren haben wir gerade darüber gesprochen, das ist schon schwierig genug. Das wird auch nicht ganz einfach zu lösen sein, schwierig genug. Die äußeren, wer hätte gedacht, dass in Europa Krieg sein würde, Ukraine, Russland. Ich habe mit Politikern gesprochen, keiner hat eine Idee, dass das kurzfristig zu Ende gehen kann, niemand. 2 georgische Studentinnen waren da. Ich sagte, geht ihr zurück? Nein, nein. Ich sage, ihr habt Angst vor Russland. Ja, sagen die georgischen Studentinnen, die hier Wirtschaftsinformatik studieren. Also da tut sich nichts. Der mittlere Nahe Osten, Hoffnung. Niemand kann mir irgendeine Perspektive nennen, wie das sich verbessern soll. Die Länder, aus denen die Flüchtlinge kommen, in Afrika. Niemand hat eine Idee, wie das in absehbarer Zeit so sein könnte, dass die Menschen dort nicht weggehen. Und wir dann auf dieser Insel, also es ist eine neue Situation, die vor 10 Jahren mir jedenfalls nicht erwartbar vor Augen gestanden hätte. Und der müssen wir uns stellen, natürlich nicht defätistisch, der muss man analysieren, aber dann nüchtern auch sagen, hier müssen wir handeln. Wir können jedenfalls nicht der Meinung sein, wir schotten uns ab und sichern unseren Wohlstand, indem wir möglichst die Mauern hochziehen und uns in sichere Gefilde begeben. Das wird so nicht funktionieren. Keiner von uns hat eine angemessene Antwort oder keine schnelle Antwort auf diese Probleme. Aber sie müssen natürlich benannt werden. Und man sollte zumindest versuchen, auch diese Flüchtlings- und Wanderungsbewegungen auch als eine Chance zu begreifen. Der Bundespräsident hat ja auch darauf hingewiesen, so schwierig das auch sein mag,
das anzusehen. Ich kann deswegen nicht so ganz nachvollziehen, dass man einfach meint, wir machen eine saubere Trennung mit Asyl und Leuten, die aus wirtschaftlichen Gründen kommen. Das sind ja alles künstliche Dinge. Die Leute kommen hierher, sie rufen Asyl, weil sie keine andere Möglichkeit haben. Sie müssen das tun, aber sie kommen daher, weil sie aus einer armen Situation kommen und weil sie der entfliehen wollen. Manchmal sind es sogar die Besseren, die eine Chance haben und das Geld aufbringen können, um von Schleusern dorthin gebracht zu werden. Das ist ja alles furchtbar und katastrophal, ich weiß. Aber es kann nicht sein, dass wir meinen, wir könnten nicht doch auch eine kluge und langfristige Einwanderungspolitik betreiben. Das geht auch nicht, wenn ich sage, wir nehmen nur die besten Köpfe. Das habe ich früher schon in der Diskussion gesagt, dass es um die Green Card ging. Ich sage, ja, Sie können ja nicht sich vorstellen, dass man sagt, wir nehmen die, die am besten schon ausgebildet sind in ihren Ländern, damit wir die Kosten schon mal nicht haben. Dann kommen die alleine, bringen möglichst ihre Familien nicht mit und nach 5 Jahren schicken die wieder zurück, wenn wir sie dann nicht mehr brauchen. Ja, das ist ja keine Vorstellung von Einwanderung. Dass wir auch offen sein müssen für die Menschen, natürlich mit Grenzen, mit dem, was auch möglich ist, die in der nächsten Generation vielleicht bildungshungrig werden. Das halte ich für eine Selbstverständlichkeit, wenn man überhaupt ernsthaft über Einwanderung reden will. Ich vermisse jedenfalls in Europa, dass wir Migration viel stärker als Chance begreifen. Was jetzt passiert, ist eine Katastrophe, menschlich, das ist klar. Und wir müssen helfen, dass Menschen nicht an den Grenzen Europas umkommen. Das können wir nicht hinnehmen. Ich weiß, ein Riesenthema, und wir können nicht einfache Antworten bringen, auch als Kirche nicht, auch nicht, indem wir einfach nur mit dem Finger auf die Politik zeigen. Das möchte ich nicht. Ich weiß, wie schwierig das ist, aber da müssen wir schon eine riesige Anstrengung machen, dass niemand, der Europa sich nähert, damit sein Leben riskiert. Was dann mit ihnen geschieht, wie wir sie ausbilden, wie wir sie integrieren, verteilen, wie wir auch den einen oder anderen zurückschicken müssen, das ist eine andere Frage. Aber da fehlt der Wille im Augenblick, auch wirklich zusammenzustehen, dass man sich noch nicht einmal auf eine neue, auf auch ein gemeinsames Niveau auch der Unterbringung der Flüchtlinge. Das Problem ist ja auch, dass die Unterbringung und die Behandlung der Flüchtlinge in den verschiedenen Ländern so unterschiedlich ist, dass die natürlich nur in bestimmte Länder wollen, andere gar nicht hinein wollen. Aber es ist wichtig, dass wir auch daran denken, und das wird, glaube ich, häufiger gesagt, dass wir in den Ländern, in denen die Flüchtlingsströme sich mobilisieren, mehr investieren, sodass auch viele dort bleiben können. Ich habe ein Interview des Kardinals Turkson gelesen, des römischen Kardinals, der aus Afrika ja stammt, aus Ghana stammt, der Angst hat vor dem Brain Drain. Der sagt, unsere besten Köpfe marschieren ja mittlerweile weg aus diesen Ländern, und das kann nicht zukunftsfähig für euch und für uns sein, wenn im Grunde genommen nicht alles getan wird, um diesen Ländern zu helfen. Aber haben wir wirklich eine neue Wirtschafts- und Entwicklungspolitik für diese Länder? Der Minister Müller hat so einige Ideen, ich finde die ganz gut, dass er sie einbringt. So, was tun wir denn dafür, dass wir diese Länder stabilisieren, dass wir diesen Ländern helfen, etwas aufzubauen? Ein Riesenthema, ich weiß, ich wollte es hier genannt haben, aber wir brauchen zumindest eine Übereinstimmung in den ethischen Werten einer gemeinsamen Flüchtlings- und Einwanderungspolitik, und eben Menschen nicht als Bedrohung, sondern als Chance zu sehen, gehört zur sozialen Marktwirtschaft dazu. Die soziale Marktwirtschaft erfordert eine Gesellschaft, die es ermöglicht, dass Menschen sich einbringen können. Und deswegen ist wichtig, das will ich hier an dieser Stelle auch noch einmal sagen, dass wir das Fach Ökonomie auch stärker in den Bildungskanon hineinnehmen. Ich will es nur einfach erwähnen, das würde jetzt vielleicht zu weit führen. Wenn wir wirklich so über Marktwirtschaft nachdenken, wie wir es jetzt bei der sozialen Marktwirtschaft gelernt haben, dann erkennen wir, dass das ein Kultursachbereich ist, dass wir hier wirklich etwas Wesentliches vom Menschen erfahren und von den Zusammenhängen, wie Menschen leben. Und deswegen ist es wichtig, dass das in Schulen, in der Ausbildung auf jeden Fall eine Rolle spielt. Das wäre ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Vielleicht kann die Arbeitsgemeinschaft da auch sich noch stärker engagieren, dass in den Schulen das ökonomische Basiswissen zumindest weiter vorhanden ist und stärker vorhanden ist, dass man weiß, worüber man redet, wenn man vom Mindestlohn redet oder vom Regelwerk der Marktwirtschaft, von Preisen, von Angebot und wie etwas zustande kommt.
Natürlich sollte es dann schon im Wesentlichen eine soziale Marktwirtschaft sein, die man lernt und nicht die Neoklassik. Aber das wäre dann ein Feld, was dann die Curricula-Hersteller bearbeiten müssten. Denn es muss dann schon die ganze Bandbreite der ökonomischen Wissenschaft genannt werden. Und zum Schluss vielleicht ein kurzer Hinweis auf das, was auch schon, aber vielleicht noch dazu doch der Hinweis, ich bin ein wenig traurig darüber, dass das Wissen über die katholische Soziallehre auch abnimmt. Die sozialen Seminare, die Ausbildung unserer Verbandsvertreter, unserer Fachleute in den Pfarreien, in den Verbänden, in Institutionen. Wer weiß, was von der katholischen Soziallehre, das hat abgenommen. Ich habe ja noch als junger Priester soziale Seminare gemacht für Gewerkschafter, Betriebsräte, für Unternehmer, für Politiker. Hoffentlich wissen unsere politischen Nachwuchsleute in allen Parteien ein bisschen was über die Soziallehre der Kirche. Es ist eher unterbelichtet und das ist schade. Also als letztes der Gedanke der Umwelt. Bereits 1960 machte sich Alexander Rüstow Gedanken über die Verantwortung einer Gesellschaft für seine Umwelt. So schreibt er: Man muss sich fragen, ob ein Volk, das eine dauernd zunehmende Verschmutzung seines Wassers und seiner Luft zulässt, überhaupt noch ein Kulturvolk genannt werden kann. 1960. Die Päpste haben darauf hingewiesen, Papst Benedikt immer wieder, das sollte man auch jetzt gerade, wenn Franziskus mit seiner Enzyklika kommt, sagen, dass Papst Benedikt da auch schon darauf hingewiesen hat. Und jetzt eben der Papst mit seiner Enzyklika Laudato Si, wo er eine ganzheitliche Sicht der Ökologie fordert, eine neue Fortschrittsidee, ich kann das jetzt hier nur noch andeuten, und deutlich macht, wie es Papst Benedikt eigentlich auch schon gesagt hat, die Rücksichtslosigkeit gegenüber der Natur zieht die Rücksichtslosigkeit gegenüber den Mitmenschen nach sich. Und das Eigentum, die Eigentumslehre der katholischen Soziallehre wird ausgedehnt auf die Umwelt, auf das Klima. Die Erde gehört nicht Einzelnen, sondern der ganzen Menschheit. Und daraus leiten sich auch politische Projekte ab und politische Ideen, wie wir eine ganzheitliche Ökologie bauen können. Das gehört zu den großen Herausforderungen für die soziale Marktwirtschaft der Zukunft. Ob wir eine soziale Marktwirtschaft, die langfristig nachhaltig ist, aufbauen können, sozusagen eine ökosoziale Marktwirtschaft auf globaler Ebene. Daran mitzuwirken, daran mitzuarbeiten, ist Ihre Aufgabe von der Arbeitsgemeinschaft, aber auch meine Aufgabe, der ich mich sehr gerne stelle. Und ich entschuldige mich für die etwas weiten Ausführungen. Dankeschön. Werter Kardinal, vielen herzlichen Dank für Ihre Festrede. In der Tat war es ein Fest, diese Rede zu hören. Und zugleich hat sie nochmal unterstrichen, warum Sie die beste Wahl für unseren diesjährigen Preis waren. Das Anliegen einer menschenwürdigen, einer dienenden Wirtschaft steht bei Ihnen im Mittelpunkt, ohne dass Sie Markt und Wettbewerb verdammen würden. Vielmehr geht es darum, dem Markt den Maßstab zur Seite zu stellen, den er aus sich heraus eben nicht erbringen kann. Es geht darum, den Markt am Menschen auszurichten. Und ich denke, das hat sich ja gerade auch gezeigt, ich darf Ihnen im Namen aller hier Versammelten ganz herzlich für diesen Impuls, ganz herzlich für diese Rede danken. Umrahmt wurde unser Abend durch die beeindruckende Virtuosität unserer beiden Musiker, Tibor Jenke und Florian Schötz. Auch Ihnen gilt unser Dank. Ihnen beiden dürfen wir jetzt noch ein letztes Mal lauschen und ich darf uns allen auch jetzt schon einen schönen, einen anregenden Abend wünschen. Ich darf Sie auch herzlich nach dem Musikstück einladen zu einem kleinen Empfang dort vorne bei den Stehtischen. Sie haben auch die Möglichkeit, auf den Balkon zu gehen und dann werden Sie entdecken, warum dieses Gebäude Schützengarten heißt. Also schauen Sie ruhig mal auf den Balkon. Ich freue mich, dass Sie hier waren. Ich freue mich, dass wir jetzt noch ein wenig zusammen sein können. Herzlichen Dank und einen schönen Abend noch.